Die Sonne geht auf. Was davon auch übrig ist. Kaputt. Fallschirm gibt es nicht? Keine Ahnung. Der ist so komisch gefahren, hätte auch weggeglitscht sein können. Okay, man kommt sehr schnell an Kohle tatsächlich. Flieg los, Vogel. Ich hab dich. Wie enttäuschend. Alles sauber. Gasmuskel. Digga, mein Handy spielt gerade verrückt. Ich hab's ihm gesagt. Jetzt ist es zu spät. Ist das einer? Aber ich versuche trotzdem noch. Eine Nahkampf war kacke bis jetzt. Unwegsam, aber geht schon. Das ist gerade ihre Waffe? Junge, der wäre auch.
Das, was ich brauche, nimmt automatisch auf. Das ist halt ganz gut. Ganz gut. Dachte ich zumindest. Verdammt. Ja, egal. Der 200 ist Max. Sehen wir uns mal um. Was ist das? Habe ich eine ballistische Kurve drin im Spiel? Oh, lol. Dann lass mal was sehen. Oder das haben wir da automatisch auf. Der Dinge sein war, weiß ich nicht. Wieso wär's denn mit denen? Ich finde den ganz cool. Da ist der zweite Heli. Flieg los, Vogel. Flieg los, Kartoffelbrei. Die Typen hatten scheinbar andere Befehle als meine Einheit. Wieso setzen sie so viele Leute ein? Diese Halle ist größer, als ich dachte. Das kann ich dir auch nicht verraten, mein Freund. Aua. Aua. Schon besser. Diese Einheit sollte Beweise auf einer Insel voller Vampire verbrennen. Ich schätze, das ist kein Zufall.
bringen wir die Informationen zur Basis. Ist halt die Frage, geht von mir aus dahin, oder? Ich habe ja noch eine Nebenmission hier, ne? Mach mal so. Okay, CPU-Temperatur ist kurzzeitig echt viel zu hoch, ja. Ich habe einen Fähigkeitenpunkt, ich gerade. Da ist mir aufgefallen, dass das nicht so gut war. Deswegen wollte ich das mal skillen. Starring. Fallschaden gibt es wohl nicht. Ich glaube, das war ja mal sowas wie ein See. Überlebende wäre cool gewesen, ne? Also noch mehr Überlebende als in der Basis. Muss man echt mal langsam einen besseren PC zulegen, ne? Na, selbst die 3060 ist auf 99% Auslastung, ne? Ich bin nur auf dem Mittel, also irgendwie denke ich das so ein bisschen am Spiel, dass das nicht so cool ist. Weil die 3060 ist eigentlich nur, einfach nur Smog. Wo ich da hochgeklettert, ich hoffe. Flieg los, Vogel. Hab was gesehen. Ruf ein Senior-Trottel. Jacob Boyer? Bist du das? Ich wusste, wir würden deine Fresse wiedersehen. Was habt ihr gegen mich eigentlich? Ich war mal einer von euch. Schade, du bist im falschen Team.
Ja. Schon besser. Alter. Okay, die Medikits heilen auch nicht wirklich viel, ne? Der Ort hat mich noch nicht umgebracht. Ey, Mann. So, das ist ein Schnellreisepunkt. Das ist die Frage, wo fliegt das Scheißding hin? Das ist unten abgelassen. Das ist unten abgelassen. Hey. Sehen wir uns mal um. Hier rauf. Aufs Dach? Okay. Der ist kaputt. Signalpistole, oder? Dich nützlich. Zur Ruhe setzen? Vielleicht heute. Tarnung an. Wie lange hält die? Scheiße, Moment, ich werde es testen, wie lange die hält. Roma Brötchen? Welcher Trottel zahlt $30 für ein Sandwich? Thank you.
Warum schießt die? Der Letzte. Aber um eine Schrotflinte. Hab ich schon mal gesagt, dass ich Schrotflinte nicht mag? Das mit den Dingern. Ah. So. Jetzt hörst du schon tatsächlich. Okay. Drauf. Okay. Das mache ich noch, dann zurück zur Base und dann war es das erstmal für heute. Das kann man heute nicht so lange machen, heute Sonntag. Ich muss ein bisschen Sachen vorbereiten. Beziehungsweise erledigen. Habe ich den erledigt? Doch ein bisschen weh. Eigentlich muss es ja mit dem UV-Ding nicht gehen. Das wäre jetzt sehr ärgerlich. Wow. Sehen wir uns mal um. Aha.
Eine dieser Gedenktafeln. Jetzt sehen wir, wie Scharfschützengewehr haben. War Janas? Wo ist das Scharfschützengewehr, was er gesehen hat im Waffenlager? Dir nochmal, ich will nicht gehen. Sei doch nicht so dumm. Denk nach. Wie können wir diesen Leuten trauen, hä? Sie waren gut zu uns. Helfen den Leuten da draußen. Es ist weg. Du weißt, was in der Unterkunft passiert ist. Das kann hier genauso laufen. Wir müssen jemandem vertrauen, Joe. Wir gegen die ganze Stadt läuft nicht. So läuft's doch schon die ganze Zeit. Ich will nicht gehen. Glaubst du, ich bin schon wieder fit genug für da draußen? Hier gibt's einen Doktor. Das ist unsere beste Chance. Wenn was schief läuft, sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt, Anna. Brauche ich eigentlich nicht, ne? Ja. Scharfschützengewehr. Du spionierst uns doch nicht aus, oder? Ich hab dich im Blick. Sehr lustig. Naja, wie dem auch sei. Alles okay, Doktor? Wie? Ich... Ja. Alles okay. Ich weiß, Sie wollen sich um jeden kümmern, obwohl alle in der Scheiße stecken. Aber wenn Sie mal Ruhe brauchen... Nein. Eine Popcornmaschine würde die Leute aufmuntern. Könnte ich reparieren? Gucken wir mal die nächste Mission an und dann ist erstmal Schluss für heute.
Mutter starb vor 5 Jahren. Krebs. So schrecklich es klingt. Ich bin froh, dass sie das hier nicht miterleben muss. Sie liebte diesen Ort. Mich. Meinen Vater. Aber vor einem Monat verschwand er. Wahrscheinlich haben ihn die Monster geholt. Aber ich habe seine Taschenuhr. Sie ist schon lange in unserer Familie. Darf ich Sie um etwas bitten? Würden Sie die Uhr auf das Grab meiner Mutter legen? So können die beiden irgendwie gemeinsam ruhen. Das erscheint unbedeutend, aber es ist mir wichtig. Ich wäre sehr dankbar. Vielen Dank. Ah, es kann nur ein Muskel aktiv sein. Alles klar, okay. Was hier einmal hin? Für den Pausensnack. Hier einmal hin für. Das Ding. Das muss ich noch einmal machen, eigentlich. Also, ich glaube, wenn ich wieder spiele, versuche erstmal das dann. Und dann mich die beiden Dinge. Dann gehe ich auch mal ins Sportgeschäft hier rein. Aber gut. Das war es erstmal hier von der Susanne. Schuri.